Leute, was geht ab und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal. Sofort und gleich. Und ja Leute, heute sind wir mal wieder am Start. Wir spielen Fortnite und ich stelle euch den neuen Shop vor vom 15.8. Und zwar haben wir heute drin einmal zwei neue Sets. Ja, hier einmal haben wir den Flytrap Skin und den Leviathan Skin. Natürlich dazu auch noch die Picken für 800 V-Bucks. Eine Tendrill Picke, auch aus dem Set. Dann für 1200 V-Bucks die Venus Fliegenfalle. Und dann haben wir doch den Flytrap für 2000 V-Bucks. Ein legendärer Skin ohne Backpack. Nun kommen wir zu der zweiten oder zu den zweiten Set heute. Hier gibt es einmal die globale Axt. Also ja, mit Planeten. Und ja, kostet 1200 V-Bucks, ist eine epische Hacke und sieht ganz nice aus. Dann haben wir den Satellitengleiter für 1200 V-Bucks, auch episch, auch ein Teil des Sets. Und ja, ist jetzt nicht so cool, aber kann man schon machen. Dann haben wir den Leviathan-Skin. Den gibt es für 2000 V-Bucks mit Rucksack. Ich kann den mal eben zeigen. Hier ist der Rucksack. Und ja, sieht eigentlich ganz okay aus. Kann man sich auf jeden Fall kaufen für 20 Euro. Ja, kann man machen. So, nun kommen wir so zu dem unspektakulärsten aus dem ganzen Shop. Und zwar den Battle Pass Stufen für 10. Also 10 Battle Pass Stufen für 900 V-Bucks. Ja, was soll man sagen? Das ist halt. Ja. Kann man sich kaufen, dann wäre ich jetzt zum Beispiel hier. Aber ist ziemlich unnötig und ja. Verschwendet eure V-Bucks dafür nicht. Dann gibt es hier auf der rechten Seite den Kasachok Squad Kick. Den gibt es für 800 V-Bucks. Ist ein ziemlich nice Emote, den man sich auf jeden Fall kaufen kann. Aber da ich jetzt sozusagen V-Bucks spare, kann ich ihn leider nicht kaufen. Also sonst würde ich ihn auf jeden Fall kaufen. Dann gibt es noch den Wackeln bzw. Wiggle Emote. Für 500 V-Bucks auf jeden Fall ein ziemlich nice Emote, den ich auf jeden Fall empfehlen kann. Ist ein echt extrem nice Emote. Kann man auch ganz gut im Spiel verwenden. Dann haben wir die Empire X und die ist auf jeden Fall auch ziemlich nice. Silber. Und hier oben so ein alter Römer ungefähr und hat den Sound. Also kann man sich kaufen, aber ja. Nicht so toll. Dann zu dem letzten Item in diesem heutigen Shop haben wir die Scarlet, den Scarlet Defender. Ja, was soll man dazu sagen? Ist halt ein 800 V-Bucks Skin. Nicht so nice. Und ja, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht kaufen. So, das war's halt von diesem Daily Shop Video. Morgen kommt wieder ein neues Video. Vielleicht auch ein Livestream. Wir müssen mal gucken. Folgt mir auf jeden Fall mal auf Twitch und in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video an uns. Servus, ciao.